Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zu einem neuen Video zu Division 2. Die Seasons 2.0 haben uns, nicht nur die ganzen Modifier gebracht, sondern natürlich auch neues Gear und unter anderem auch zwei exotische neue Teile. Und wovon einer der exotische Holster Centurio Scheide ist und das andere ist die Strega, das ist das exotische neue Sturmgewehr. Und um kurz vorweg zu nennen, weil doch einige Fragen aufkamen, wie ihr sie bekommt. Das Ganze läuft einfach über den Season Pass hier. Und dann kriegt ihr die eine, den Holster bekommt ihr auf 29. Und auf Stufe 69 bekommt ihr die Strega, das ist die exotische FAL. Jetzt ist es so, dass beide, die Strega hat wohl einen ungewollten Nebeneffekt, den möchte ich euch gleich aber auch zeigen und nur mal verdeutlichen, wie das Ganze funktioniert mit der Waffe. Und der Holster ist auch sehr, sehr geil und hat, ich glaube, einen Bug drin, weil es nicht drauf steht, aber ich zeige euch, wie ihr das Ganze ein bisschen steuern könnt und wie ihr das Ganze auslöst, um das Maximale aus beiden Items rauszuholen. Fangen wir aber mal mit dem Holster an. Was kann der Centurio Holster? Der hat das Talent Konter. Das Wechseln von Waffen gewährt die folgenden Boni-Gruppen nacheinander in der folgenden Reihenfolge. Auf 1, ihr könnt das so sehen, auf Waffe auf Platz 1 und auf Platz 2. Auf Platz 1 20% Feuerrate und 20% Waffenschaden. Auf Rang 2 50% Magazingröße und 50% Nachladetempo. Je nachdem, was für Waffen ihr dabei habt und ihr bestimmte Boni auf einer bestimmten Waffe wollt, zeige ich euch gleich einen Trick, wie ihr das schön umkehren könnt, falls es in der falschen Reihenfolge ist. Dann müsst ihr nicht immer die Waffen hin und her wechseln etc. pp. Das zweite ist die Strega, die exotische FAL. Richtig geiles Ding, optisch total geil. Ich bin eh ein Fan der FAL, habe mir wirklich immer eine exotische Variante davon gewünscht. Jetzt haben wir eine und dann ist sie auch noch mega. Und deren Talent ist Verunsichern. Durch das Töten eines Gegners wird jeder Gegner in einem Umkreis von 20 Metern von ihm markiert. Mehrere Markierungen können auf denselben Gegner angewandt werden. Ein Gegner kann mit maximal 5 Markierungen belegt werden. Und ihr fügt markierten Gegnern plus 15% verstärkten multiplikativen Schaden pro Markierung zu. So, wie das Ganze aussieht und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal als allererstes. Ja, dafür stellen wir hier mal um, auf sehr schwer. Hauen uns mal kurz den Waffe auf, damit ihr das seht. Wenn ich hier jetzt einen Gegner umknalle, bekommen alle Gegner im Umkreis diese Markierung. Das ist eine Markierung. Killen wir 2, das ist Stufe 2. Wir haben, wie gesagt, bis maximal Stufe 5. Jetzt haben wir 3, 4 und 5. So. Ihr könnt auch ins Scope gehen, ist ein ziemlich cooles Scope, ähnlich der St. Elmos. Und dann, brauche ich nichts zu sagen, das Ding ist absolut, eine absolute Abart. Absolut geil. Und das ist jetzt ohne den Wechsel von dem Holster, ne? Also den Kram, den haben wir noch gar nicht mitgenommen. Und das ist nur zum Verdeutlichen hier, ne? So. Jetzt passt mal auf, jetzt zeige ich euch was in Bezug auf die Strega. So, und zwar gehe ich dafür mal auf ein Eclipse-Bild von mir. Nur um euch zu verdeutlichen in Bezug auf Statuseffekte. So, ich möchte, dass ihr hier euch anschaut, was mit den Gegnern passiert. Beziehungsweise, der Eclipse ist ja ein Set, was den Status verstärkt und den Status auf andere Gegner ja überspringen lässt. So, ich möchte mal, dass ihr auf die Ticks achtet. Ja. Wir haben hier 352.360 und 73.000 für den Tick von der Niedertrachtmaske. Ne? Jedes Mal, wenn ihr den Statuseffekt mit der triggert, dann gibt es eine toxische Lieferung, einen zusätzlichen Schaden über Zeit, den die Maske liefert. So. Wie gesagt. Wir nehmen mal die Strega mit rein. Das kann so nicht gewollt sein, aber es ist echt krass. So, wie gesagt, schießen nochmal. So. 314 und 72,5. Ne? So, jetzt pass auf. Lassen wir die mal ticken. Machen wir die mal kurz kalt. Natürlich machen wir jetzt deutlich weniger Damage. Ist kein Bild dafür. So.
Ach, jetzt ist es wieder gespreadet. Es geht die ganze Zeit hin und her mit dem Ding und so. Aber ich möchte euch das gleich besser zeigen. Warten kurz, bis es ganz weg ist. Okay. So. Ihr seht, wie eben, Markierungen des Träger. Gegner killen. Sind markiert. So. Volle Markierung. Jetzt möchte ich, dass wir mal auf die Ticks achten. Sind wir bei 550.000 und 127.000. Wisst ihr, was hier passiert ist? Irgendwie verstärken die Markierungen des Träger den Statuseffekt-Schaden um ein Vielfaches. Wenn ich rechnen müsste, wie wir haben gesagt, 314.000 und über 500.000. Das sind fast, sagen wir mal, irgendwas zwischen 60-70% mehr Schaden auf den Statuseffekt. Das ist absolut abartig. Natürlich kann man das auch nutzen in sehr offensiven Builds, die irgendwie einen Statuseffekt drauf haben. Die Optionen dafür, wie man das nutzt mit der Träger, die sind natürlich vielfältig. Ja, Daniel, das soll das auch treffen. Ja. Ja, zum Beispiel so, das ist jetzt nur der 127.000 da auf dem Rüstungsstand von der Niedertracht-Maske. Sehr, sehr geiler Scheiß. Ja. Also könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das nutzen könnt oder was ihr da rumbaut. Nur behaltet im Hinterkopf, dass das eventuell gefixt wird. Aber im Moment ist es so der Fall. So, okay. Zeige ich euch mal die Sache mit dem Holster. So, wie gesagt, wir hatten es eben angesprochen. Wenn ihr wechselt mit dem Holster, bekommt ihr, also jetzt auf Stufe 2, wenn ich jetzt aufs zweite wechsle, gibt es 50% Magazingröße und 50% Nachladetempo. So, das machen wir mal kurz. Okay, jetzt hat er das so gemacht. Jetzt hat die Träger die erhöhte Munitionskapazität und den schnelleren Reload. Guck mal. Zack. Wenn ich wechsle, haben wir jetzt hier bei der Vektor eine erhöhte Feuerrate und einen erhöhten Waffenschaden. Ihr seht, das ist absolut bekloppt. Unten, wenn der Buff ausläuft, müsst ihr die eigentlich dann wechseln. Und dann auf der anderen Waffe weiterballern. So. Wenn ihr aber jetzt sagt, oh nee, ich hätte gerne die Buffs geswitcht. Ne? Also quasi die mehr Munition auf der Vektor und den anderen Buff auf der Träger, dann ist es ganz einfach. Ihr bleibt auf der Waffe, die ihr haben wollt. Geht kurz in die Spezialwaffe, switcht wieder zurück, switcht dann auf die andere Waffe. Und wie ihr seht, haben wir jetzt die höhere Munitionskapazität auf der Vektor. Und das bleibt dann auch eigentlich so. Manchmal kann es sein, dass es trotzdem wieder switcht. Aber wenn ich jetzt Träger gehe, gehe wieder rüber auf die Vektor, seht ihr, haben wir die Munitionskapazität drauf. Das ist sehr, sehr cool. Wenn man sich schon ein bisschen eingegroovt hat und so ein bisschen raus hat vom Spielstil her, dann ja, kann man da sehr geil was rausholen. Also, wir hatten lange nicht zwei geile Exotics tatsächlich in der Season. Und ich freue mich auf die neue Brust, die kommt. Weil die wird auch ziemlich nice. Zumindest klingt sie so. Und das war's soweit. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns am Discord vorbei. Und ich sag bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.